So, da haben wir uns auch schon völlig ausgeruht, würde ich sagen. Wir sind ja hier immer noch im Lager. Ich habe diesmal nicht ausgedrückt, ich habe einfach laufen lassen, während ich alles kopiere und schon mal anfangen zu rendern. Ich hoffe, dass es nicht leckt. Aber ich muss ja immer alles gleichzeitig machen. Jo. So, einmal aufstehen bitte. Was zum Sammeln. Herstellen, reparieren, modifizieren. Bovimasse könnte man direkt verwerten. Auch verwerten. Gehstock können wir verwerten. Tun wir auch verwerten. Impro-Revolver. Können wir ja mal. Nee, können wir nicht reparieren. Rohrzange können wir verwerten. Ich weiß gar nicht, wie sich es mit Pets spielen lässt. Wir könnten ja mal mit Pets spielen. Aber ich habe immer das Zielproblem, weißt du? Mit dem Zielen bestand immer so ein kleines Problemchen. Aber kann ja sein, dass es Zielhilfe gibt, dann ist es eigentlich ganz angenehm mit Pet zu spielen. Na schauen. Schubidu, Schubidi. So. Dann schauen wir doch einfach mal. Jagdgewehr. Uns ist halt voll, also wir können es ruhig verwerten. Verwerten. Eine richtige Pumpe. Schaden 11, Marietta hat 16. Geschwindigkeit mittel. Geschwindigkeit schnell. Können wir hier mal reparieren. Pumpe auch mal reparieren. Ja, schade, dass wir halt die Pistole hier oben nicht reparieren können. Okay. Abbrechen zur Herstellung. Wurfwaffen, Wurfmesser, jawohl. Es fehlt noch rechtes Bein. Lederrüstung und Brustteil haben wir noch gar nicht ausgerüstet.
Ach doch, wir haben zwei. Zweimal Lederrüstung, Buster. 4, 6. Rangerhut. Okay, also mit dem Laufen komme ich mit dem Controller nicht so. Ist Ego-Shooter, also Ego-Perspektive zumindest nicht so ganz so zurecht. Mal wieder weg. Obwohl es ein bisschen angenehmer auf jeden Fall ist, ja. So. Scheiße, dass man hier im Dunkeln nicht wirklich was sieht. Jetzt haben wir hier die Festung ausgeräumt. Wir hätten auch wahrscheinlich woanders lang gehen können. Anstatt hier mitten durch dieses Lager. Nehmen wir wieder die. Porte deiner. Na. Okay. Warte mal, hier war noch ein Jukebox. Gegenstände verwerten. So. Beste, aber. Gut. Herstellen. Ergeben Munition. Brauchen wir eigentlich erstmal nicht, denke ich zumindest. Thank you.
Ich räum dir mal die Küche aus. Warte mal, wir können ja mal die Audio. Mal ein bisschen runterdrehen, oder? Hat hier, guck mal, nichts gelassen. Das wollte ich nicht. Aber wenn wir schon mal dabei sind. Ein bisschen die TPs hoch. So. Brauchen wir auf jeden Fall Red Away. Holoband noch mit. Los. Wo ist er denn? Da. Hallo Mama. Hallo Papa. Ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich konnte mir nicht freinehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Verwirrten, verwirrten. Okay, jetzt zur Highschool. Flughafen, da ist die Highschool. Oh, dann gehen wir da hin. Achso, halt. Dann folgen wir hier die 68B und machen dann... Ja, ist auch blöd, ne? Ach, hier ist übrigens das Hotel. Das müsste das Hotel sein, wo angetestet worden ist. Ich glaube mit 200 Leuten. Na, wir haben ja bloß die Zoll. Dann gehen wir mal da hin. Hey. Na nö. So kommen wir da nicht rein.
Laborstation. Miss Nanny. Ah, très bien. Du bist hier, damit Miss Nanny dir ein Märchen erzählen kann, nicht wahr? Oui, bitte kommt herbei und hört gut zu. In Ordnung, los geht's. Es waren einmal drei kleine Schweinchen, die von zu Hause auszogen, um in der großen, weiten Welt ihr Glück zu finden. Das erste kleine Schweinchen baute sich ein Haus aus Stroh, denn es ging schnell und kostete nicht viel, sodass das Schweinchen bald wieder spielen gehen konnte. Das zweite kleine Schweinchen baute ein schlichtes Häuschen aus Holz. Auch das war recht schnell und billig zu erbauen und aber mehr Schutz vor der Kälte. Das dritte kleine Schweinchen baute sein Haus aus Stein. Dies würde zwar mehr Zeit und Geld kosten, doch dafür viele Jahre lang Schutz bieten. Das dritte Schweinchen kaufte außerdem einen Mr. Handy von General Atomics International, um ihm bei der Hausarbeit zu helfen, was ebenfalls eine sehr kluge Investition ist. Eines Tages kam ein Wolf an dem Strohhäuschen vorbei und erkannte den Geruch des Schweinchens darin. Es hatte nämlich keine Miss Nanny, die ihm beim Baden helfen könnte. Liebes, gutes, kleines Schwein, lass mich hinein, lass mich hinein, rief der Wolf. Nein, nein! Dich lasse ich nicht herein, sagte das Schweinchen. Und der Wolf hustete und pustete und pustete das Haus nieder. Und das Schweinchen rannte fort. Dann kam der Wolf zu dem Häuschen aus Holz und roch darin zwei kleine Schweinchen. Liebes, gutes, kleines Schwein, lass mich hinein, lass mich hinein, rief er dem zweiten Schweinchen zu. Nein, nein, du kommst hier nicht hinein, antworteten die Schweinchen. Und der Wolf hustete und prustete und pustete das Haus nieder. Und die Schweinchen rannten fort. Schließlich kam der Wolf zu dem Haus aus Stein. Liebes, gutes, kleines Schwein, lass mich hinein, lass mich hinein. Sonst huste ich und puste ich und puste das Haus nieder, sagte er. Nein, nein, du kommst hier nicht hinein, antworteten die Schweinchen. Und der Wolf hustete und prustete. Doch so sehr er sich auch mühte, das Haus aus Stein blieb stehen. Da kam ihm eine Idee und er kletterte auf das Dach. Der Wolf kletterte den Kamin hinunter, doch dort warteten die Schweinchen bereits mit einem Topf voller kochendem Wasser über dem Herd. Der Wolf fiel hinein und der Mr. Handy des dritten Schweinchens kochte einen leckeren Wolfseintopf. Dann lebten sie alle glücklich und zufrieden. Ja, Schätzchen? Ja, Schätzchen? Hm? Ja, Schätzchen? Okay. Jo. Dann hat sie fertig erzählt. Kann man ja weiter laufen, nicht?
Okay, wir laufen hier lang. Ich weiß nicht, ob wir da schon hin sollten. Schuhe. Was? Kartoffelchips. Kleines Campingzelt hier. Nanu? Okay. Der sich einfach raus, sagen wir mal. Jetzt die Frage. Wo da drin ist, Freund oder Feind? So.
wir mal alles verwerten. Stimpack und Wasser. Zwei Treffer. Oder? Null Treffer, also ist schon mal kein E. Sowas war ich noch nie gut, Hills. Zukunft verweigert. Okay. Können wir nur einmal machen. Nein, du musst töten. Thank you.
mal immer durchmarschiert. Wir hätten bestimmt die Rüstung kriegen können, wenn wir da das entsperrt haben. Oder entsperrt hätten. Wir brauchen alle Leute in der Flughafen Morgantown. Ich wiederhole, alle Responder melden sich bitte. Bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Chavez, Ende. Diese Nachricht wird wiederholt. Waffen ist ja alles schön recht, ich habe bloß keine Munition. Weißt du was, Schmähen? Sieht schon schön aus. Hauptsache, der Bus ist noch super in Schuss. Ah, das ist ja cool. Das haben die, glaube ich, mit Absicht gemacht. Da gab es nämlich auch die bei den Events auch solche Busse. Ich habe es mit Absicht so reingemacht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind da hin.
mehr. Knapps Glas, Zahnpasta, alles mitnehmen. Bist du auf den nächsten Tagesbucheintrag? Nanu?